Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft zusammen mit Brati. Hallo. Das ist der Jumping Jack Flash hier, genau. Und zusammen mit Paddy, der wieder da hinten irgendwo seinen eigenen Mist macht, genau. Brutal. Okay, Leute, also wir haben geplant für heute eine Getreidefarm zu bauen. Und ihr solltet Spaß dabei haben, uns dabei zuzuschauen, wie wir dabei gnadenlos failen werden. Was macht das Hühnchen hier? Au, ich bin noch im Game-Mode. Ups. Cheater. Nein, gar nicht. Ich mache das extra aus, damit die Leute jetzt auch mal sehen können, dass wir Sachen auch normal machen, nicht mal im Game-Mode. Nur weil ihr immer am Cheaten seid. Nee, nicht wir immer. Das stimmt gar nicht. Ich hole mal ein paar Saiblinge und dann können wir kurz ein paar Bäume hinschicken. Oh, Patty, das war ja wieder der Hirnsturz überhaupt. Das hab ich wieder gemacht, mit Scheiß. Da hat wieder ein Creeper in die Luft gejagt. Nee, das hier nicht zumachen, Patty. Weil nicht, dass wir uns da auswasseln nachher mit der... Das Wasser brauchen wir noch. Ja, ich mach doch nicht Wasser zu. So, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie breit man diese Farm machen kann. Ich würde sagen, wir machen sie einfach mal in diese Richtung hier, okay? Dann können wir nämlich hier schön hinten anfangen. Wie gesagt, was wir brauchen ist, ich glaube, man macht's mit Holz. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe mal ganz grob nur kurz ein Video geschaut und weiß, wie ungefähr die Mechanik funktioniert. Also Leute, ich kläre euch mal kurz auf. Ich weiß nicht, kennt ihr das schon mit dieser Getreidefarm? Nein! Nein! Also, pass auf. Man baut hier hinten eine kleine Erhöhung auf. Und dann baut man nach und nach immer 6 oder 7 Reihen lang, je nachdem wie weit Wasser fließt. Ich glaube 7. Man macht aber sicherheitshalber 6, weil 6 ist immer gut. Ja. Tag, Mittag, Nacht, egal. Und das Wasser fließt dann praktisch herunter. Eine Schicht, man kann noch eine Schicht machen und noch eine Schicht und so weiter und so fort. Das ewig in die Länge ziehen. Und pro Schicht dann Getreide anpflanzen. Im Endeffekt geht es dann darum, dass man das Wasser dann einmal praktisch freisetzt und damit die ganzen Getreideballen nach unten abfließen, dass man sie dort dann einsammeln kann, ohne dass man die Getreide einzeln irgendwie aufsammeln muss. Ja? Man kann das dann nachher auch mit einem Trichter oder so verbinden, mit einer Box, wo dann alles automatisch reingeht und man sich direkt nur so bedienen kann dann. Allerdings anpflanzen muss man es dann selber. Anpflanzen. Getreide. Ja, das geht leider nicht automatisch. Er hat Pflanzen gesagt. Ich habe auch Sex gesagt und keiner zugehört. Egal. Was hat er gesagt? Was? Was? Haben wir jetzt Holz oder nicht? Da ist ein Baum, der wächst gerade. Wieso nur einer? Wir brauchen viel mehr Holz. Ja, ich dachte, die wachsen schneller. Hat nicht funktioniert. Die wachsen schneller. Ärgerlich. Ich glaube, das geht nur, wenn sie einen Abstand von einem Block haben. Nee, ich wollte, dass da aus 4 in einer wird, so wie bei meinem... Dschungelholz, so. Aber dann müssen die... Ja, gefailt, egal. Gefailt, mal wieder gefailt, direkt gefailt. Er kriegt's ja nicht mal gebacken, einen Baum zu pflanzen. Was soll so ich dann aus. Guck mal, hier sind genug Bäume. Akazien, das sind Akazien. Lässt ja, hier. Du wohl meine... Was? Lässt du meine Eichel in Ruhe? Meine Eichel, was? Ja. Nein, ich will nichts von deiner Eichel. Das kannst du dir abschminken. Aber hier ist eine schöne kleine Akazie, ja. Und warum brauchen wir jetzt Holz dafür? Ja, wir müssen ja irgendwie ein Fundament bauen, ja? Ja, das geht ja auch mit Stein oder mit Dreck oder mit irgendwas anderem. Ja, nee, weil irgendwo fließt es ja durch. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich bin mal gespannt, ob wir das gebacken bekommen innerhalb von einer Stunde oder sowas. Oh je. Jetzt muss ich wieder erstmal hochjumpen. Let's better make it. Jump, jump. Okay. Ja, wir können auch theoretisch. Habt ihr genug Steine? Dann nehmen wir Stein. Ja, Steine habe ich genug. Okay. Weil wir müssen auch diese Pistons dann bauen aus Holz. Deswegen brauchen wir auch das Holz, ja? Ah. Die Pistons waren ja, glaube ich, eine normale Box mit einem Redstone drin oder so. Und die kann man dann aktivieren durch ein Redstone-Signal. Cool. Das müssen wir aber... Da kennst du dich, glaube ich, schon besser aus mit Redstone, ne? Ich? Was macht ihr hier? Du, Paddy, ist gut. Wir brauchen Holz. So viel Fläche brauchen wir gar nicht. Der andere macht aber alles nieder. Er macht alles nieder. Die ganze Welt reißt er ab hier, ja. Weißt du, auf und abbauen. Ja, ja. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Wow, wow, wow. Das geht wieder. Komm, ich sammle trotzdem mal Holz hier ein bisschen. Ich glaube, auf dem aktuellsten Stand bin ich schon. Und da brauche ich kein extra Video zu machen. Warum liegt denn da Holz mitten auf dem Baum? Ah. Weiß es nicht. Wer hat denn das Holz hier gefarmt? Niemand. Ja, warum liegt dann hier Holz auf dem Blatt? Warum hast du eine Maske auf? Hab ich gar nicht, das ist mein Gesicht.
Mist, ich komme nicht ran. Ah, doch eben. Holz für die Welt, jawohl. Brot für die Welt, Kuchen für mich. Genau. Gimme Cake. So. Also, habt ihr verstanden, um was es geht? Warum pflanzt ihr jetzt Bäume? Sag mal, was läuft denn hier schief? Also, machen wir erstmal hier Blöcke draus. Ups. Das ist ja schon länger nicht mehr gespielt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Jetzt haben wir verschiedene Holzarten, ist auch doof. Ja, Akazien nehmen wir doch jetzt oder nicht? Akazien nehmen wir, alles klar. So, also. Wir fangen ziemlich weit hinten hier an. Ich würde sagen, so ungefähr. Wir machen jetzt erstmal so fundamentmäßig. Ja, das muss eh nach oben gehen, damit es dann herabgehen kann. Wir machen das jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machen wir mal 8 breit. So, dann kommen hier irgendwo dann die Pistons drauf, meine ich. Jetzt brauchen wir Schweine viel Holz, weil wir diese Pistons bauen müssen. Das ist ungefähr die gleiche, ist das die gleiche Bauart wie eine Box, nur mit dem Redstone in der Mitte, oder genau. Was? Probierst du das gerade mal bitte? Hab ich drei Stück zu Hause, diese Pisten, glaube ich. Und drei, so ja, drei ne? Stück ist doof. Wir brauchen also schon 8 Stück ungefähr. Okay, guck mal bitte in meinem Haus, in den Kisten. Da könnte, wenn du Glück hast, ist irgendwo noch Akazienholz und Akazienholzplanken. Okay, alles klar. Du kannst übrigens muss die Kisten beschriften, habe ich noch nicht gemacht, die Schlampe. Du kannst übrigens statt Steinblöcke für die Knöpfe, kannst du auch Holz nehmen, dann bleibt die Tür länger offen. Cool. Du hast, was? Jetzt sag nicht, das wusstest du. Du hast ganz genau einen einzigen Block Akazienholz, ja? Nee, guck mal an die anderen. Irgendwo müssen noch irgendwelche drin sein. Ah, ich finde es immer toll, wenn was beschriftet ist. Ja, wer aufräumt, der ist ja zu voll zum Suchen. So ist es. Ihr habt eine gute Organisierung in den Kisten. Ah, hier ist noch was. Aber das ist kein Akazien, das ist alles Junglewood. Und da sind 10 Akazienwood. Ja, siehst du, halt doch gesagt, das ist Akazienwood. Ja, 10 immerhin. Dann nimm mal Jungle, ja, und Scheiß drauf. Oder brauchst du das? Nein, kein Jungle. Wir nehmen Akazien, weil ich habe Akazien gefarmt. Mann. Ja, da ist aber nur ein 10er-Stack normales Holz. Oh, wein doch. Ich hab doch noch Akazien. Da, ich guck gleich selber nochmal nach. Guck draußen in den Kisten auch nochmal nach. Draußen, okay. Wo hast du draußen Kisten? Ich komme nicht mal aus dem Haus raus, weil das alles so eng gebaut ist hier. Ich bin so fett für die Scheiße. Die Kisten sind draußen an der Lava. Ah ja, alles klar. An der Lava. Da sind sie drauf oben. Ich hab's gefunden! Wie viele? 3 Stacks müssen es sein. Ja. Siehste? Perfekt. Braves Kind. Da ist auch noch mal einer, der hat da seine Kisten nicht unter Kontrolle. Hat ja keine unter Kontrolle hier. okay. Darf ich mir trotzdem für den Dschungel was nehmen? Für die Wenn du es unbedingt haben möchtest. Ja, für die Kisten, was hast du denn hier am meisten an Holz? Nimm doch einfach alles, was an Holz ist, was du für Kisten brauchst, nimm die einfach. Ja, alles klar, ich bediene mich, Baby. Richtig ist auch, ne? Bleib mal ganz aber bestimmt. Ich sage jetzt bewusst nicht, benimm dich wie zu Hause. Bla bla bla. So, Leute, kommt ihr dann mal bitte? Gleich. Ich weiß allerdings noch nicht, wie das mit den Pistons funktioniert, gell, also. Da müsste ich Patty mittlerweile besser auskennen. Warum habt ihr noch keine Fackeln hier reingesetzt? Die jetzt spawnen überall Ungeziefer. Guck mal, direkt 3 Spinnen, 4 Spinnen auf einem Schlag. Totale Sache. Ja, und Angriff. Jawohl, ist die beste Verteidigung oder was? Komm her, du kleines Mistvieh. Oh, und direkt, ja, natürlich, einen schönen, dicken, fetten Creeper an unserer neuen Station. Boah, nee. Ich bin ja dafür, dass du einfach mal ganz kurz Tag machen lässt. Gott sei Dank, es wäre Licht. Nee, eben nicht. Hier wird nicht gecheatet. Wir tun das jetzt alles ausleuchten. Das ist Verbessern der... Oh geil, 3 Creeper, die jage ich hoch, ey. Der Aufbaumaßnahme oder was? Ja, explodiert. Bumm. Ja, keine Zeit zu explodieren, Baby. Was explodiert denn hier? Ja, die Creeper, die ich hochjagen, die hochgejagen laden, Herrn, hochgejagt haben Herrn laden lassen müssen. Alles klar. Ja, Spinnchen, komm mal her. So, also. Jetzt müsste irgendwie das ein bisschen besser. Dass die zumindest mal hier nicht direkt in unmittelbarer Nähe spawnen. Was außerhalb passiert, ist mir gerade mal total pieps egal. Hat noch jemand Fackeln?
gleich, ich baue gerade kurz einen Crafting-Tisch. Crafting-Table. Ja. Bench. Ja, siehst du, die habe ich vergessen. Ja, nicht da mitten in unser Feld. Komm mal her, hierher bitte. Hast du ein bisschen Kohle dabei? Nein. Gunpowder kann ich ja anbieten, habe ich gerade beim Creeper gefunden. Kannst du mir geben, ich wollte demnächst mal Blast Mining machen. Ja. Weil. So, bauen wir hier bitte die Workbench. Wo? Gerade hier mitten irgendwo hin, das ist egal. Nur damit wir hier ein bisschen was bauen können. Jawohl. So, jetzt probiere ich das mal kurz mit diesen Pistons. Wo ist eigentlich jetzt wieder Paddy hin? Kurz was holen, habe ich doch gesagt. Also mit Redstone in der Mitte ist es ein Node-Block. Das ist gar keine Piston. Wie kriegt man jetzt eine Piston hin? Danny, Paddy, wir haben hier Pistons gemacht. Ja, ich guck gerade. Ja, wir haben die gefunden, deswegen. Oh je. Ich mach mal eine. Ich glaube, du musst eine normale Box machen und die Box dann zusammen mit einem Redstone rein. Oder? Jetzt bin ich mir doch leicht verunsichert. Scheiße, jetzt sag nicht, hier geht keine Pistons. Nö, geht nicht. Oder eine Box und außenrum alles Redstone? Nee, auch nicht. Aua! Bist du neben der Kappe oder was? Meinen ganzen Krempel verloren. Wo war denn der Scheiß-Typ jetzt schon genau wieder? Hinter mir. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, wow, wow. Wieder alles. Was? Kolben? Das ist ein Kolben, ist das, ne? Bitte? Pisten ist ein Kolben, oder? Ne, Pisten ist diese Truhe mit Funktion. Was macht die? Mit Signal. Die kannst du dann zusammenschalten und gleichzeitig aufmachen oder so irgendwie, oder? Nee, sind das nicht die Dinger, die was verschieben? Pistons? Ey, ich glaube, wir sind ganz Nubi unterwegs heute. Ich guck jetzt mal in mein Cleverbook kurz rein. Das ist ja voll ein Witz. Das ist ein Kolben, ey. Kannst du mir glauben, was der tut? Hey, Bier, ich trinke Bier. Der Uda-Ada. Uga-Aga. Uga-Aga, Uga-Aga. Wie macht man so ein Ding? Oben Holz. Ah, schon wieder. Achtung. Nein. Da ist was neben dir. Och, dieses blöde. Ah, Creeper-Scheißding. So, dann machst du oben und Holz, zwar in der Mitte Eisen und ein Redstone an den Seiten Stein. Genau, das ist Piston. Wie? Die dann was hochheben. Piston. Ja, genau, das ist ein drei Kolbe. Holz, vier Stein, ein Eisen, ein Redstone. Oh je. Hab drei ich Holz, da. Vier Stein, ein Eisen, ein Redstone. Hab genau. Ich da. Hast du. Eisen habe ich auch genug. Ich mach welche, warte, Sekunde. Wie gesagt, bei mir in meiner Bude habe ich noch ein bisschen was. Und Eisen müsste ich noch ein bisschen farmen. Habe ich alles also da? Eisen Sekunde. Also die Materialien habe ich alle zur Genüge. Ja, dass du genug Material hast, ist kein Wunder, du alter Cheater. Nee, gar nicht. Ich habe mir das schön, alles bestimmt hart. Sechs Kisten voll. Da guck dir gerade mal mein Loch Mann an, ja? Da kannst du schön nachvollziehen. Ich guck mir bestimmt nicht dein Loch an, Alter. Du ekliger Typ. Guck dir gerade mal mein Loch an, ja? Der will ja schon wieder dein Loch verkaufen. Definitiv. Guck mal hier, ein bisschen Creeper-Platt machen. Und da hinten steht noch so ein Enderman. Time komm her, ich guck day. Dir mitten in set die Augen. Day. Oh, jetzt bist du sauer, weil ich dir in die Augen geguckt habe und kriegst sonst auch was. Geh mir da nicht auf den Keks. Tja, Prati, du kommst immer erst, wenn alles vorbei ist. Ist das normal bei deiner Freundin auch? Ja, ich komme, wenn bei ihr vorbei ist, genau. Wie ich das gehört. Genau. Wieso kriege ich die Blume nicht hier? Du bist so blöd, bist du Blume zu pflücken. Ich will eine Blume haben. Was hast du jetzt meins. Gemacht? Aufgehauen? Wieso geht das nicht mit allem? Guck mal, da oben liegt ein Apfel. Wo? Apfel, wo? Meine Pflanze. Okay. Wie viel brauchen wir von den Dingern? Pistons. Ist es aufwendig für dich? Oder hast du genug Nein, Material? Nein, ich habe alles da. Mach mal 8. Ich hätte halt gern gesehen, wie es wirklich die Rezeptur dafür aussieht. Was machst du denn jetzt? Also wie... Okay, ich hab 8 Alter. Stück. Ich mach gleich GM rein, ich schwöre. Oh. Da okay, hab 8 Stück, mehr. Was noch? Wir brauchen nur die Pistons. Und dann brauchen wir Eimer. Eimer habe ich ganz viele, aber... Alle voll mit Lava. Ja, ich weiß. Ja, aber das ist auch ein paar leere. So, was noch? Eimer und was noch? Eimer. Ansonsten, die Samen haben wir.
Wie viele Eimer brauchst du denn und wofür? Eimer fürs Wasser, nur drei, vier Stück, vier Stück. Ich glaube vier für unendliche Wasserquelle. Ja, wir können es ja, genau, unendliche bauen. Ja. Ah, Enderperlen meint. Wenn ich hier, habe ich vergessen aufzusammeln? Willst du mich verarschen? Nö, ich habe den gerade gekillt. Guck mal, guck mal. Was denn? Hui, bup. Hallo? Ah, das ist ja cool. So kann man sich auch irgendwo für einen Berg runterporten oder so, ne? Guck mal hier, ist geil. Ja. Und, Fackeln bitte noch. Au. Oh. Oder bist du schon unterwegs, Paddy? Nee, ich bin noch. Ich hole mal Eimer, ne? Eimer mit Wasser. Ich habe ja Wasser bei mir zu Hause. Ja, dann kommt doch mal bei, Paddy. Dumm, die dumm, die dumm. Guck mal, jetzt ist schon so schön hell hier und trotzdem noch alles voll mit Monstern. Guck mal, die Spinne ist bei dir. Wir können ja das ganze Plateau. Ey, Alter, das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Wenn wir unser ganzes Plateau unter eine Glaskuppel setzen würden. Oh ja, das wäre geil. Aber das Glas sieht leider so scheiße aus, das hat man ja an meiner Pyramide damals gemerkt. Ja, weil du auch ein scheiß Texture-Pack drauf hast. Also, warte mal, wie waren das? Die Pistons hier oben hin und dann die Wasserblöcke oben drauf auf die Pistons oder vor die Pistons oder unter die Pistons? Wie funktionieren die Pistons nochmal? Die heben was an oder was? Die heben was hoch. Die heben was hoch. Oder schieben halt was zur Seite, je nachdem. Oder was zur Seite, ja. Also Pisten stelle ich mir so vor, da geht einfach nur eine Klappe nach oben und die schiebt das, was oben ist, nach vorne. Nein, das ist so, dass die hoch oder zur Seite geht. Okay. Also die schiebt einen Block zur Seite oder nach oben, wie man es eben hinbaut. Dann. Und das kannst du mit einem Redstone-Signal bewerkstelligen. Mit einem, genau, mit einem Schalter. Und dann halt Redstone-Kabel und... Auf Deutsch heißt das auch ein Schalter, ja. Da ist das kein Redstone-Signal, da ist das ein Schalter. Ich war vorhin kurz einkaufen und hab dann noch gefragt, was kostet der Beutel? Da hat die mich direkt gefragt, na, wo kommen Sie denn her? Er sagt, Lombarde hier, meine Umgebung, ja. Dann sagt sie, aber Beutel ist doch eher so, ne, oben da halb so. Nordisch. Habe ich gesagt, ja, ich tue das immer so ein bisschen vertauschen. Du immer verschiedene Dialekte benutzen. Icke, ja. Was kostet der Spaß? Was kostet der Spaß? Das sagt man bei euch im Osten, oder was? Ja, Hannover ist auch voll im Osten. Ein bisschen Spaß muss sein. Kommt hier noch ein Paddy an heute? Bei Berlin ist zwar Osten, aber nur geteilt, ne? Weil wir haben Westen und Osten in Berlin. Genau. Devin, sagt man hier auch... Sag mal, bist du voll? Mal Holzer weg. Ja, was hast du denn vorgehabt? Macht er ja einfach ein Holz, ein Loch rein, ja? Ja, ich finde ja wohl... Ich dachte wohl, mein eigenes Scheiß... Ich mache so viel, wie ich will, ey. Also, das heißt, hier kommen jetzt die Pistons oben drauf und da kommt dann die Wasserquelle oben drauf weiter, oder? Wie funktioniert denn das? Das müssen wir echt mal ausprobieren. Ich würde sagen, ich mache mal direkt so die Umrandung. Das wird dann hier sein. Warte mal, wie weit sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hast 8 Pistons, ja? Ja. Gut. Dann ist das die Umrandung, damit wir das mal abgegrenzt hätten. Und 7 weit geht das Wasser, höchstens. 7, okay. Wir können ja auch 6 machen. Ich glaube, wir haben uns auf 6 geeinigt. Brati, machen wir 6? Ja, machen. Nein, wir machen kein Sex. Ich zeig dir mein Loch und dann machen wir Sex. Genau. Pass auf. Und dann machen wir die erste Reihe, machen wir hier Dirt. So, genau. Dann machen wir das jetzt 7 Reihen lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und die nächste ist dann hier der Grund, praktisch die nächste Reihe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann geht es nochmal eine Stufe runter. Ich würde sagen, wir machen so eine Dreier-Ding, das passt. What do you will from me? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hast du acht? Jawohl. Ja. Na, so ist es dann praktisch. Und das machen wir jetzt auch wieder 7 lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tada! Meins, meins, meins. Du Penner. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Moment, die Kolben drin haben? Die Giga Drillbreaker, die Drecksau. Was ist? Wo willst du die Kolben drin haben? Kolben hinten drin. Komm, steck mal den Kolben mal hinten rein. Auf, komm.
Also. Warte, das ist falsch rum. Warte. Ist halt unmöglich, ey. Schlechte Menschen, ganz schlechte Menschen. Mit einer Holzachs geht es besser, gell? Schatz, mit einer Pickaxe. Oder sind die aus Stein? Nein, die sind aus Stein. Wenn Spitzhacke. Rutsch mal. Ich glaube, wir müssen höher. Warte mal. Aktivier mal so eine Box. Jetzt hast du die Schalter vergessen. Komm, sag's. Welche Schalter? Ja, brauchen wir nicht den Schalter, um die Pistons zu aktivieren? Keine Ahnung. Ich sollte nur die Kippen bauen. Oje. Alter, baut man wie? Sag mal, wie man die baut. Einmal mit Kinder spielst. Also, ich hab Redstone und Sticks dabei. Achso. Ich auch. Alles dabei. Redstone und Sticks oder Redstone Fackel, ne? Sortieren. Guck mal, wie man das baut. Und dann mit Redstone machst du auch ein Redstone-Kabel, ne? Kabel? So, ich habe eine Fackel. So, ach, da. Oh. Guck mal, da. Zack, 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 zack. Ach ja. Zack. Zack. Ja, das Problem ist nur mit Fackeln, ihr merkt schon, dass man die nicht mehr ausmachen kann, ne? Ne, die kann man dann irgendwie aktivieren in einer Reihe. Ja, da muss man halt hier eine Fackel hinbauen, da muss man Redstone da hinlegen. Und da muss man eben halt so einen Schalter immer zwischenschalten, damit das Redstone halt hin und weg geht, damit man es an- und ausschalten kann. Die Idee ist jetzt, dass man mit einem Schalter nachher alle gleichzeitig aktiviert. Mach ja, das ist ja auch nicht schwer. Du brauchst ja nur ein Redstone-Kabel, mit dem du alle verbindest, dann gehst du hier zur Fackel, aber da muss ein Schalter zwischen, damit das funktioniert. Hä? Ach, also die Pistons müssen auf jeden Fall eins höher. Die müssten hier eigentlich auf diese Holzblöcke drauf. Weiß ich mal. Wo müssen die hin? Wir müssen eins höher, weil das muss erstmal runterfließen, damit es dann abfließen kann. Ja? Aber wenn du sie hier hast, dann hebt es das Wasser doch hoch. Und dann kann es doch runterfließen. Lass es mal da unten, das ist schon richtig. Ja, aber das fließt dann nicht mehr die 7 Blöcke weit, oder? Doch, das fließt dann nicht. Warte mal, ich hätte es aber gern erhoben, irgendwie so schon ein bisschen. Warte mal. Dann lass es uns doch wenigstens hier drauf machen, oder? Ja, dann macht sie hier vorne drauf, das war ja. So, dann heben wir hier das Wasser an. Dann fließt es hier rein, damit es, weißt du, an der Seite auch nicht abfließen kann und so Geschichten. Mhm. Also, pass auf. Pass mal auf jetzt. Ja, Achtung, jetzt komme ich. Ups, falsche Block. Das ist ja wieder. Okay, pass auf. Hierher. Mach mal. Oh, wieso ist denn das jetzt? Was ist denn das? Wie muss man die setzen? Na, nach oben musst du. Du musst es von oben halt setzen, damit es dann funktioniert. Okay. Du müsstest auch noch eine haben. Ich hab keine. Irgendjemand hat eine eingesammelt. Doch, eine hab ich. Sorry. Siehste. Lügner. So, da fehlt noch eine. Und jetzt. Ach, Mist. Entschuldigung, mein Fehler. Der Block muss weg, da muss noch eine Piste hin. Die Pisten bitte mal hier platzieren. Ja. Danke. Was war denn das jetzt? Du hast aber nur eine aktiviert. Gar keine aktiviert, ich habe die Kabel falsch gelegt. Eine ist aktiviert, hier hinten. Welcher ist aktiviert? Der da. Die. Aber da muss noch eine Absperrung hin, damit man das Wasser hier reinschütten kann, ne? Pass auf, wie war denn das? So. Jetzt ist die Frage, fließt das da ab oder muss man eine halbe Blöcke nehmen? Wie war das? So, warum funktioniert das denn mit dem Redstone jetzt nicht? Weil du musst unter dem Block, glaube ich, was hinlegen. Ja, ne? Unter dem Block. Ich guck mal, ob es still geht. Ja, mach mal. Bau drauf. Was machst du denn da? Wenn dein Redstone-Signal liegt, kannst du nichts drauf machen. Ach so. Ja, das stimmt. Das habe ich eben schon festgestellt. Hä? Ja, aber das kannst du auch mal probieren, ja? Wenn du das Redstone unten hast und die Box drüber, ob es dann funktioniert, weißt du? Ob es dann trotzdem noch connected? Ah, oh, jetzt komme ich dann nicht mehr hoch. Wir hatten hier so weit vorgebaut. Ah, das war ich. So, jetzt haben wir praktisch diese Wasserbox hier. Und jetzt müsstet ihr das nur noch hinkriegen, dass diese Pistons gleichzeitig alle aktiviert werden. Und?
Also es ist auch mein erstes Mal mit Redstone, also ich habe jetzt noch nicht so die Ahnung davon. Muss da eine Fackel vielleicht runter? Mit der Fackel hat es doch vorhin funktioniert, ne? Ja, das ist aber nicht richtig, also... Warte mal. Jawohl, ja! Die Fackel hin. Pass auf, die Fackel. Und jetzt ein Weg zur Fackel mit Redstone. Die Fackel ist ja dauerhaft an. Nee, 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 die kannst du dann ausschalten, anschalten. Also, da unten ist Zeug wieder weg und die Fackeln runterlegen. Aber wir machen es schwerer, als es ist. Aber schreien's, aber das ist ja gerade die Idee dahinter. Dass uns die Leute auslachen können nach dem Motto. Guck mal, wie blöd wir sind. So, jetzt die Fackeln dahin. Jetzt verbinden mit dieser. Ja, ich glaube nicht mal mit einer Fackel, ich glaube mit einem Knopf oder so. Ja, mit dem Schalter muss es verbunden werden. Schalter, ja. Habt ihr mal einen Schalter? Der wird wie gebaut? Einfach nur. Ist es ein normaler Knopf dann, so wie bei einer Tür oder? Nee. Ah, Redstone und Stick, glaube ich. Ist. Nee, das ist eine Fackel. Das muss man dann mit der rechten Maustaste aktivieren können, das weiß ich. Das stimmt bis jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch den Schalter. Guck gerade einer nach oder soll ich schauen? Guck nach. Seid ihr noch Hebel. Da? Kein Hebel. Kabel. Wir brauchen einen Schalter. Hebel, Hebel, Hebel. Ja, Holz und Stick und Stein. Schalter gibt's nicht. Nee, Hebel gibt's aber. Hebel.